Die Digitalisierung verändert unser Leben, hört man immer wieder. Wie aber der digitale Wandel unser Verhalten auch unbewusst verändert und was das mit unserer Gesellschaft im Allgemeinen machen kann, das ist vielen gar nicht klar. Wenn wir uns online in sozialen Netzwerken bewegen, auf Videoplattformen unterwegs sind oder Beiträge schreiben, werden wir ständig getrackt. Analysetools dazu sind in der digitalen Welt allgegenwärtig. Sie erstellen Nutzerprofile und bewerten uns. Zum Beispiel zu unserem Gesundheitszustand, zu unserer Kaufkraft oder politischen Orientierung. Mit diesen Informationen verdienen einige Unternehmen viel Geld. Habt ihr jemals gezögert, bevor ihr einen Kommentar geliked, einen Beitrag geschrieben habt oder eine Suchmaschineneingabe gemacht habt? Der Algorithmus im Hintergrund soll ja keine falschen Schlüsse über mich ziehen. Genau darum geht es beim Konzept Social Cooling. Es bedeutet, wenn wir das Gefühl haben, beobachtet zu werden, ändern wir unser Verhalten. Das heißt, was wir sagen, schreiben, klicken. Dieses Verhaltensmuster kennen wir schon aus der analogen Welt. In der digitalen Welt wird dieser Effekt nochmal deutlich verstärkt. Wir zensieren uns selbst, um unsere digitale Reputation zu schützen. Übertragen auf eine ganze Gesellschaft kann das schwerwiegende Auswirkungen haben. Unsere Demokratie und pluralistische Gesellschaft lebt nämlich vom offenen Austausch von Ideen und Meinung. Und dazu braucht es eine geschützte Privatsphäre, analog wie auch digital. Übrigens, genau jetzt werdet ihr getrackt. Komisches Gefühl dabei?